Hallo, herzlich willkommen. Ich möchte über nachhaltige Entwicklung nachdenken. Nachhaltige Entwicklung in aller Munde, Begriffe, die gehen uns ganz leicht über die Lippen. Und ja, was steckt eigentlich dahinter? Ist das nur so ein Wortpaar? Was ist nachhaltig? Was ist Entwicklung? Sicherlich gut immer nachzudenken, wo das auch herkommt. Und die Frage, warum beschäftigen wir uns überhaupt mit nachhaltiger Entwicklung? Was hat das mit uns zu tun, unserem Leben? Geht es vielleicht im Wesentlichen um uns? Sind wir, ja, was sind wir? Objekt, Subjekt dieser nachhaltigen Entwicklung? Das möchte ich ein bisschen erforschen in den nächsten Minuten. Relevant ist, wir haben nicht geschafft, allen Menschen die Chance zu geben, sich zu entwickeln, ihr persönliches, genetisches, individuelles Potenzial. Aber die Menschheit hat sich ausgepackt, hat sich entfaltet, indem sie sich auf dem ganzen Planeten verbreitet hat und gewachsen ist. Und wir leben jetzt in der vollen Welt. Und da ist irgendetwas passiert im Laufe der noch nicht mal Jahrtausende, ja, weil die Menschen waren eine Art von Primaten, die auf diesem Planeten lebte, unauffällig, lange Zeit, dann immer etwas weniger auffällig. Und letztlich, irgendwann ist etwas passiert, insofern als dass die Bevölkerung anfing zu wachsen, zu explodieren. Irgendwann, ganz kurz vor heute, nicht? Im Grunde vor wenigen Jahrzehnten, vor einem Jahrhundert, ist die Menschheit in der Lage gewesen, abzuheben und sich unabhängig zu machen von irgendetwas, was sie vorher am Boden gehalten hat. Ja, und auch das vielleicht eine Form von Entwicklung. Sich unabhängig gemacht hat, wovon? Von Ressourcen, die zu knapp waren, von Krankheiten, die uns immerzu dezimiert haben. Und insofern ist die Frage, ob wir jetzt dann die Entwicklung erreicht haben, die wir uns als Menschheit immer erträumt haben. Und sicherlich schwingt jetzt bei allen schon die Frage mit, aber ist das dann auch eine nachhaltige Entwicklung? Und da müssen wir auch noch über die Nachhaltigkeit sprechen. Ich möchte nochmal zurückspringen, ein paar Jahrhunderte, in Europa auf einem Bevölkerungsniveau, was nicht sehr ausgeprägt war. Also es war kein voller, überfüllter Kontinent und dennoch war hier die Bevölkerungsdichte vor einigen Jahrhunderten schon so hoch wie in vielen Teilen der Erde nicht, haben die Menschen intensiv das Land genutzt und auch deshalb die natürlichen Ökosysteme, andere Arten, die gleichzeitig lebten, auf diesem Gebiet zurückgedrängt. Und so ganz nebenbei erzählt uns hier der niederländische Landschaftsmaler etwas über den Zustand von Ökosystemen, wo wir erkennen, ja, das ist ja ein Buchenwald-Ökosystem, aber dieser Buchenwald ist aufgelöst, hier ist nur noch eine Baumgruppe, es ist viel Offenland da, das Land wird genutzt. Und diese Veränderung der Ökosysteme, die konnte auch noch weiter voranschreiten. Hier ein ganz berühmtes Bild, Caspar David Friedrich, der einsame Baum, bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt, wo viele Landschaften gelandet waren, im 18. Jahrhundert oder auch vorher schon. Das war ein Waldgebiet. Und hier sehen wir Schafe weiden unter einer alten, unter einem alten Baum, der irgendwie kämpft ums Überleben. Aber in dieser Zeit fehlten schon durchaus Ressourcen. Es fehlten vielerorts Bäume, die es brauchte, um Entwicklung zu betreiben. Worum geht's bei der nachhaltigen Entwicklung? Um uns Menschen, die wir was wollen, ein gutes Leben führen. Wir haben uns Ziele gesetzt als Weltgemeinschaft, die wohl beschreiben, was dieses gute Leben beschreibt. Die Frage ist, ob das ja, auf dem Stand des Wissens erfolgt und hinlänglich berücksichtigt,
wo wir Menschen leben und wovon wir Menschen leben. Auf diesem Planeten von den Ressourcen, die ja bereitgestellt werden von der Natur. Wichtig nur, sich klarzumachen, was wir als Entwicklung verstehen. Das ist diese Auseinandersetzung von diesen verschiedenen Akteuren, den Staaten untereinander, zivilgesellschaftlichen Organisationen, Marktsystemen, Firmen, Unternehmen, Wirtschaft und kriminellen Systemen, ein Ringen, Nehmen und Geben. Und es geht darum, genau, wer bestimmt, wo es lang geht in der Entwicklung. Was ist nachhaltige Entwicklung? Wir machen uns ein Bild davon, nicht nur inzwischen von Entwicklung und von Nachhaltigkeit, auch von nachhaltiger Entwicklung. Wir denken in Bildern, wir konzipieren Politik in Bildern, wie etwa hier in verschiedenen Modellen zu betrachten, etwa dieses berühmte Drei-Säulen-Modell, wo wir wissen, nachhaltige Entwicklung von Menschen muss passieren, indem irgendwie eine ökonomische Nachhaltigkeit gegeben ist, eine soziale, eine umweltmäßige, oder ist es ein Dreieck, oder ist es eine Torte mit drei Teilen, muss das irgendwie austariert werden, so haben wir uns das angewöhnt. Wenn wir dieses genestete, komplexere System anschauen, dann passt das vielleicht nicht zusammen. Darüber ist nachzudenken, was Nachhaltigkeit sein kann. Am Ende muss nachgehalten werden, ein guter Zustand von allem, das ist klar. Ein guter Zustand der Erde, des Ökosystems und das, was das Ökosystem für uns gut. Ein guter Zustand der Gesellschaft drin. Denn die Menschen leben ja auf der Erde, in dem globalen Ökosystem. Also geht es auch um den Zustand dieses Systems, völlig klar, dass ein Input bekommt aus der Natur. Und ein Input bekommt auch insofern, als dass der Zustand uns nachdenken lässt, was zu tun ist und welche Ziele wir uns setzen sollen. Ein Input aus der Geschichte, über die wir uns informieren. Und dann entstehen diese Erzählungen zu Nachhaltigkeit und nachhaltiger Entwicklung, die nun schon etwas angerissen wurden. Verschiedene Modelle, Strategien, was ist zu tun. Dann geht es aber im Wesentlichen darum, was bewirken diese Diskurse. Es ist gut, Entwicklungsziele zu haben, es ist gut, nachhaltige Entwicklung überall draufstehen zu haben, Nachhaltigkeitssiegel, Zertifizierung bei Palmöl und überall. Aber was bewirkt das? Wirkt das wirklich auf den Zustand zurück von der Gesellschaft und dem globalen Ökosystem? Das müsste gewährleistet sein, denn sonst beschäftigen wir uns intellektuell vielleicht mit interessanten Dingen, aber erzielen keine Wirkung. Hier draußen, wie soll die Welt aussehen? So wäre für viele schön, aber es ist keine Option. Wir leben in der vollen Welt, wir müssen diese menschenleere Natur, die lange Zeit schon nicht mehr menschenleer ist, antasten. Wir schaffen als Menschen Großartiges, unsere Kultur, unser Wissen, auch das hat mit Nachhaltigkeit zu tun, aber wir haben uns mit unserem Wissen rausgebaut aus der Natur. Wir leben Ökosystem vergessen und sind gefangen von Pfadabhängigkeiten, Infahrtabhängigkeiten, die glitzernde Großstädte erzeugen auf der einen Seite und schwere Schäden anrichten an anderer Stelle. Nachhaltige Entwicklung, soweit mal eine erste Überlegung, hat Geschichte, hat Ziele, muss eine Zukunft haben und sicherlich ist von entscheidender Bedeutung, dass wir uns klar machen, wer steht da im Mittelpunkt? Das sind wohl wir. Es sind ja nur wir, die gerade wirklich darüber nachdenken müssen, die erkennen müssen, dass wir uns da einen Bedarf geschaffen haben. Wir sind das Subjekt der menschlichen Entwicklung und der nachhaltigen Entwicklung. Aber wer sind wir eigentlich? Und wer sollen wir sein?